Moin Moin liebe Buddebillen, herzlich willkommen zum 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga in FIFA 15. Wir spielen mit Werder Bremen heute gegen Bayer 04 Leverkusen zu Hause im Waldweserstadion oder wie auch immer ich das hier nennen soll. Jetzt schauen wir erstmal auf die Aufstellung. Ne? Wie könnte man gegen die spielen? Und da habe ich mir so gedacht, beziehungsweise kam auf die Idee durch einen netten Kommentar von Dave, war das glaube ich, dass ich doch mal Goretzka mit Celalem tauschen könnte oder ja, irgendwie Goretzka mal auf die ZDM-Position nehmen könnte und dafür Celalem die Offensive tue. Denn der Celalem ist ja schon eher ein offensiv guter Junge, wenn ich mir hier die Übersicht angucke, ein ganz passabler Antritt. Eine gute Ausdauer, gute Ballkontrolle, gutes Dribbling, also der kann offensiv schon was. Hat jetzt nur 3 Sterne Spezialbewegung, aber es reicht. Ne? Ist ja noch jung hier, 21. Kann sich noch ein bisschen entwickeln. Spielmacher hat er als Spezialität, also der ist schon was für die offensiven Positionen. Jo, und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal so ins Spiel diesmal. Vielleicht kann er noch für Götze der Hajrovic nachher rein. Götze ist ja ein bisschen angeschlagen und Hajrovic hat das ganz gut gemacht. Und Werner kann man dann auch wieder reinnehmen. Also da sind ein paar Möglichkeiten für uns wieder offen. Ziemlich viele sogar. Und im Regen, wer weiß. Gegen Dortmund konnten wir bestehen. Zumindest in der Bundesliga. Haben uns wieder erfolgreich rausgespielt. Unsere Außen haben endlich mal getroffen. Beide, Iturbo und Sterling. Und das ist doch schon mal gut, oder? Nein! Da wollte ich gerade schießen! Mit Iturbo, das wäre es doch gewesen. Was ein Sahnestart wäre das denn? Gegen Leverkusen. Keine schlechte Mannschaft, keine schlechte Truppe. Da muss man solche Dinge auch mal machen. Oh, eigentlich war es auch ein Foul, ne? Da kann man auch mal irgendwie Elfmeter geben oder so. Oh, was mache ich da? Oh, was mache ich da? Jetzt spielt er den auch noch zurück. Ah, die wissen auch nicht wohin. Mit den ganzen Leuten. Ich will aber auch nicht zu sehr faulen hier, zu sehr grätschen. Dann spielen wir erstmal raus. Ach, zu weit, verdammt. Ich kann nicht, das Spiel nicht wechseln. Doch, jetzt. So, konnte. Sterling. Super Sterling. Naja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Celalem konnte sich den Ball hier auch nicht erobern. Hallo, kann ich... Sivkovic konnte ich anscheinend leider nicht wählen. Ja, das ist doof. Das versaut nur meine Angriffe und Goretzka wäre da fast rankommen. Der sortiert sich auch ganz schnell wieder defensiv ein und jetzt gibt es ja erstmal einen Vorteil. Wieso auch immer. Alter, spielen die gefährlich, die Leverkusener. So, Sivkovic. Den Bender entwischst du doch. Den Bender entwischst du doch. Schön nach vorne laufen. Iturbo! Ja, Kopfball ist nicht so seins. Götze. Nein! Ach, zu viel des Guten. Was will ich denn hier überhaupt? Ich spiele nicht gut genug. Zu viele Lücken, zu viele riskante Bälle vor allen Dingen, mit denen ich nicht wirklich nach vorne komme. So, Iturbo. Was? Habt ihr das gesehen? Der ist einfach daneben hin und her hergetrottet. Nicht hin und her, sondern nur hergetrottet. Oh Mann, da muss ja... Da muss eine Auswechslung erfolgen und... So gut spielt sich das mit Celalem in der Offensive da auch noch nicht. Und das war kein Foul. So, Goretzka, Sivkovic. Ey, Iturbo, du Idiot, Alter. Wie kann man...
Der hätte so schön nach vorne laufen können. Er ist ganz schön eingenommen von einem guten Spiel hier. Ein gutes Spiel und schon denkt er, er muss nicht mehr so viel machen. Muss keine Tore schießen. Aber den Angriff kriegt er jetzt auch noch unterbunden hier, oder was? Nee. Weg. Sivkovic muss weit nach hinten kommen. Rüdiger, ah, der ist weg, oder? Da kommt er noch ran, der Son. Ach, der Ball war auch lächerlich von mir. Liegt wie gesagt nicht nur an den Spielern, aber... Weiß nicht, die haben auch schon mal besser gespielt. So, hoffentlich hat sich da keiner verletzt. Götze muss hier immer wieder hinten aushelfen, weil die so viel Druck machen. Jetzt Sivkovic gegen zwei. Kommt überhaupt nicht in den Sprint. Foul? Kein Foul. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Puh, immerhin einen Einwurf rausgeholt. Also zur Halbzeit werde ich wechseln. Das steht fest, denn was hier abgeht, das überzeugt mich noch nicht so. Sivkovic, ist das dein Ernst, ey? Sivkovic fliegt schon mal raus. So, Iturbe auch. Und im Mittelfeld müssen wir uns auch nochmal anschauen, was da so Sache ist. Nimm den Ball mit. Oh Gott, jawohl, Sivkovic. Jawohl, hat er es doch noch geschafft nach der super Flanke von Götze, der hier nicht wirklich angegriffen wird. Und Toprak steigt da auch gar nicht erst hoch. Oder wer ist das? Das ist nicht Toprak, oder? Nee. Keine Ahnung. Sivkovic macht das Ding. 12 Tore. Damit ist er jetzt wieder dran am Hader von Dortmund. So, erste Halbzeit vorbei. Puh. Also, keine Chancen für Leverkusen. Allerdings extrem gefährlich um den 16er rumgespielt. Und Götze ist extrem viel gelaufen. Hat das vorbereitet. Hat das eigentlich ganz gut gemacht. Iturbe ist auf jeden Fall raus. Davon nehmen wir mal Hajrovic rein. Ne? Das hat er sich verdient. So. Sterling war jetzt auch nicht so der Bringer. Da würde ich gerne den Werner mal reinnehmen. Sivkovic hat das Tor gemacht. Ist jetzt vielleicht besser drauf. Wer weiß. Im Mittelfeld würde ich das erstmal noch so lassen. Da haben wir mit Zelalem und Goretzka eigentlich zwei defensiv ganz stabile. Die würde ich jetzt nicht unbedingt für die Offensive aufopfern. Schauen wir mal, was hier noch so passiert. Oh Gott. War das schlecht von mir. Leverkusen weiß es noch nicht zu nutzen. So, rechts alles frei. Nehmen wir das. Hajrovic. Oh, der ist aus, ne? Ah, da kommt er nicht mehr ran. Schade. War gut gedacht von Jedlin. Oder wie wird er? Wie heißt er nochmal? Ich vergesse den Namen immer. Schauen wir gleich mal. Jedlin. Doch, war richtig. Vergesst doch den Namen nicht. Wo denkt ihr denn hin? Na gut, der Ball war natürlich scheiße. Oh, das war aber gut antizipiert eigentlich von Goretzka, dass der Ball so dahin geht. So, Werner muss mitmachen. Süle, super. So, das war jetzt ein bisschen riskant von mir. Aber mit dem Rüdiger kann man das schon mal machen. Jedlin, nach oben. Und für uns. Gut, hat schon gedacht, dass Götze da nochmal angeschossen wurde zum Schluss. Ach, Sivkovic geht da hin. Das finde ich aber nicht so toll. Das wollte ich gar nicht. Eigentlich sollte Hajrovic den bekommen. Oh, Goretzka muss mit. Ach, super. Einwurf rausgeholt. Und Leverkusen wechselt. Wir spielen erstmal easy zurück hier. Es ist nicht gerade leicht durchzukommen. Leverkusen macht groß, macht die Räume schwer anspielbar zumindest. Also die... Oh Gott.
die Passwege zu, meinte ich. Und der Pass von Werner war natürlich ja semi-cool. So, ach, jawohl. So, Werner, vielleicht jetzt mal. Vielleicht jetzt. Mach mal einen Lauf hier, du kannst das doch. Na, da ist Zivkovic wieder nicht gestartet. Schade. Dabei wissen wir doch, dass er Kopfbälle eigentlich kann jetzt. So in der letzten Zeit hat er ein paar Kopfballtore doch machen können. Super. So, Werner, schön geschickt. Immerhin ihm voll in die Klöten geschossen, den Bönisch. Der geht auch ein bisschen breitbeinig jetzt. Ja, kein Tor. Dafür eine Ecke. Kommen wir da ran, Jedlin. Den Kiesling überholst du. Das ist der Kiesling. Das ist der Kies. Das ist doch kein Problem für dich. Naja, sieht man. War kein Problem. Schön eingeholt. Schwer gemacht für ihn. Was? Was? Ach komm, das war doch ein ganz normaler Zweikampf. Da habe ich einen schön ordnungsgemäß den Ball abgenommen. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da für Probleme hat. Beziehungsweise der Linienrichter, der sich da beschwert hat. Ist ja nicht die feine englische Art. Ja, so kann man das versauen. So kann man das versauen, indem Scoffier einfach mal... Weiß ich nicht, was da... Ah, ich habe gesagt, der Jedlin soll den weghauen und Scoffier mischt sich da ein. Foul, dankeschön. Können wir weiterspielen. Es kotzt mich so dermaßen an. Wir hatten absolut keine Probleme eigentlich. Und das wird kein Tor, ich glaub's nicht. Nein! Oh, war das schlecht. Dann müssen wir jetzt offensiver spielen. Nützt ja alles nichts. Wir müssen das Tor jetzt machen. Was wir uns verdient hätten. Jawohl, Hajrovic. Nein! Was? Das gibt es nicht! Wieso wird das hier nicht... Wieso kannst du kein Tor? Ich könnte kotzen. Denn natürlich auch noch ein Einwurf für den Gegner, weil der vom Pfosten direkt ins Aus ging. Ach man. Ach, das gibt's doch nicht. Das Gefühl hast du. Super. Ach, scheiße. Den Ball krieg ich auch nicht. Bam! Unfassbar! Schlecht geschossen, aber der Keeper war auch noch dran. Und an die Latte! In der 90. Nee, ach Mann, das war's jetzt. Jetzt pfeift er ab beim... Abstoß und irgendwer ist da unten noch verletzt. Oh Mann. Zum Kotzen dieses Spiel. Durch einen CPU-Fehler, durch KI-Fehler. Kommen wir hier... Ja, nicht ins Hintertreffen, aber ist die Führung weg? Wieso gehst du nicht nach oben? Da läuft er geradeaus weiter, obwohl ich gesagt habe, er soll nach oben gehen. Und das ist die nächste Chance, die weg ist. Und jetzt kriegen wir womöglich hier noch das 3:2. Nein, 3:1 meine ich. Oh, es ist so lächerlich. 2:1 wäre es gewesen natürlich. Oh Mann, ey. Es ist so absolut lächerlich. Götze lässt sich feiern. Ja, ich verstehe es nicht. Wie ich solche Tore hasse, solche Gegentore. Weißt du, da spielt man die so gut raus, die eigenen Dinge. Und dann kommt so ein Vollspacko von FIFA. Und... Bitte umdrehen, Hosen runter, Arschbacken auseinander. Und
ficken lassen. So war das für mich. Schöne Scheiße. Das nächste Spiel ist das Achtelfinale gegen Liverpool in der Champions League. Wer ist verletzt? Hey, Mario Götze hat sich verletzt. Kniesehnenreizung, 3 Wochen fällt er aus. Das ist natürlich exzellente. Wirklich super. Dann müssen wir schauen, wie wir die Aufstellung jetzt hier umstellen. Würde für Sivkovic. Nehmen wir erstmal Götze raus. Und dafür. Dafür nehmen wir erstmal Goretzka rein. Beziehungsweise tauschen den jetzt hier mit Celale. Und dann. Wir können nicht mehr simulieren, ne? Hat er alle Tage simuliert schon? Ja, verdammt. Das heißt, unsere Mannschaft ist nicht auf dem besten Niveau gerade. Aber wir haben natürlich noch einen Leitner zum Beispiel. Und Werner haben wir noch. Wen haben wir denn noch alles? Shaqiri, Hajrovic. Also wir haben noch gute Spieler da. Wir haben noch wirklich gute Spieler. Und fürs Defensive hätten wir noch Öztunali zur Not. Offensiv Dejan, der sich von mir aus noch verbessern könnte. Was ist denn mit dem Pfitzner hier? Ballkontrolle, das sieht alles ganz gut aus. 5 Sterne, der Junge. 5 Sterne. Und nichts macht er draus. Evseev, was hat der denn? Gute Ballkontrolle, gutes Dribbling. Aber... keine Geschwindigkeit, ne? Keine Geschwindigkeit, die Jungs hier. Alle nicht so schlecht, aber auch hier, schwacher Fuß, 5 Sterne. Eigentlich ziemlich gut. Aber die wichtigen Dinge, die kriegen sie nicht gebacken. Ja, und der ist natürlich unterste Kanone, soll aber der Beste werden. Ich verstehe diese Welt nicht mehr. Ich verstehe sie. Guck mal, Kirchhoff hier zum Beispiel. Was macht der eigentlich? Das ist ja gar nichts. Eigentlich kann er weg, aber wieso sollte ich ihn weghauen? Verursacht keine unnötigen Schäden im Kader. Egal. Gut, dieses Spiel hier gegen Liverpool, auswärts vor allen Dingen, das heißt in England, müssen wir gewinnen, wollen wir gewinnen, werden wir gewinnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sterling ist ja auch dabei, wie wir sehen. Trifft auf seinen Ex-Verein, also der wird definitiv spielen. Das lasse ich ihm, so rum. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt. Das wird mich wieder aufbauen nach diesem Scheißspiel. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.